Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragoness. Ja, wir sind noch immer auf dem Weg zu 69. Erstmal, ich habe hier noch ein paar Nachrichten. Die ungelesen sind 50% des Titels. Wir schaffen die Runde, du kannst PS, ja, du hast 50% des Titels. Das ist ein gewöhnlicher Titel. Achso, okay. Ah ja, von mir aus. So, gehen wir mal an, Arendelle. Wieder zurück. Ja, ich wollte auf jeden Fall mal in dieser Folge mal ein paar YouTube-Statistiken mal auf jeden Fall, oder beziehungsweise mal ein bisschen so über das Projekt an sich reden und über so meinen Kanal und fangen wir erstmal so damit an, dass ich eigentlich so grundsätzlich erstmal damit zufrieden, also gehen wir erstmal hier Teil der Finsternis, und dass ich erstmal ganz zufrieden bin, so wie ihr das Projekt auf jeden Fall anschaut und wie das Projekt so grundsätzlich erstmal bei euch ankommt. Ne, das ist auf jeden Fall erstmal sehr positiv, das freut mich. Und natürlich, desto mehr Feedback ihr mir gebt und desto, mehr ihr mich unterstützt, desto zufriedener bin ich natürlich, das ist natürlich auch klar. Und aber es ist halt auch so, ich habe mal ein bisschen Statistik mal betrieben und mal geschaut, ja, welche Projekte kommen so gut an und so weiter und so fort. Und ja, Dragoness kommt auf jeden Fall ganz gut an, hat auch schon jetzt ja irgendwas um die 450 Folgen sogar mittlerweile. Ich habe es nämlich gar nicht im Kopf, das vergesse ich immer, wie viele Folgen das dann sind. Und auf jeden Fall kommt es ja sehr, sehr gut auf jeden Fall bei euch an, das ist erstmal sehr gut. Und hat auch einen guten Zuwachs gehabt und die Aufrufe sind dahingehend auf jeden Fall gestiegen, also im Vergleich betrachtet. Und da bin ich auf jeden Fall mal ganz zufrieden, wie ihr das dahingehend halt da anschaut und wie das Projekt so grundsätzlich bei euch ankommt. Der Juni an sich, also jetzt der letzte Monat, jetzt mittlerweile ist ja Juli, also sofern ihr das halt im Juli anschaut, war jetzt nicht ganz so stark, jetzt auch bei meinem Partnerkanal sozusagen, bei dem Black. Da sind die Aufrufe im Allgemeinen ein bisschen zurückgegangen. Ich habe es allerdings auch selber gemerkt. Ich hatte ja, ich bin ja auch noch Schüler grundsätzlich und ich hatte halt auch sehr, sehr viel zu tun und ich denke, da ist halt in erster Linie das Hauptproblem, dass dort halt viele wichtige Sachen anstehen. Es ist Sommer und natürlich gehen da die Aufrufe auch ein Stück weit zurück und aber wie gesagt, ich denke jetzt so im Allgemeinen, da darf man sich auf jeden Fall nicht von abbringen lassen, seinen Weg zu gehen, sondern einfach weitermachen. Irgendwann geht das dann auch schon wieder bergab. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, bin ja einer der, der jetzt nicht so die Momentaufnahme, das so für die Momentaufnahme halt so eigentlich betrachtet, sondern halt dann auf einen längeren Zeitraum auch eigentlich schon betrachtet. Aber es ist so, dass immer kurz bevor ich irgendwie eine 100er Marke knacke bei den Abonnenten, bei den Abonnentenzahlen, es kurz zuvor immer ein bisschen stagniert und das ist irgendwie nicht so schön. aber wie gesagt, irgendwann werde ich dann schon mal noch die 300 Abonnenten knacken. Und da bin ich auf jeden Fall mal ganz zuversichtlich, denke ich mal. Aber es hat halt, ich war zweimal zwischenzeitlich auf 294 Abonnenten oder sowas in die Richtung. Und dann ging es halt wieder runter auf 291. Aber das ist halt wirklich ganz normal. Aber auch gerade bei so einem kleineren Kanal wie bei mir, das ist vollkommen normal. Wobei es natürlich halt auf jeden Fall auch immer besser sein könnte, klar. Aber wie gesagt, was ich auf jeden Fall auch noch sagen kann, wie gesagt, schaut halt immer mal bei Twitter oder sowas vorbei, bin da ein großer Twitter-Fan geworden eigentlich ein Stück weit und da bin ich eigentlich, immer mal anzutreffen und da sind auch wichtige Updates in erster Linie und auch so ein paar Sachen, die halt mich vielleicht auch mal ab und zu mal bewegen, also da bei Twitter sogar, also da bin ja selbst, wenn ich jetzt so meinen privaten Facebook-Account oder sowas in die Richtung gehe, da bin ich wirklich eigentlich im Grunde genommen nur der stille Zuschauer. Und mein Profilbild oder sowas in die Richtung, da bin ich halt so der Typ, der das halt wirklich nur alle Jahre, kann man schon fast so sagen, mal ändert oder sowas in die Richtung. Und gut.
Früher war das auf jeden Fall mal mehr gewesen bei anderen Portalen, da habe ich das dann auch regelmäßiger geupdatet. Aber wahrscheinlich hat das auch ein Stück weit damit zu tun, dass ich ja schon seit Ewigkeiten in einer Beziehung mich befinde und da muss man schon dann ein Stück weit ehrlich sein, wenn man in einer Beziehung ist, dann muss man sich auch nicht unbedingt immer mit aktuellen Profilbildern oder so auseinandersetzen. Was ich damit halt einfach sagen will, ist halt, ich würde schon sagen, dass man, wenn man Single ist und sich irgendwie präsentieren möchte und also jetzt hier gerade Richtung Frauen oder sowas in die Richtung, dass man dann schon meistens immer gute und aktuellere Profilbilder halt auf jeden Fall verwendet. Und bei mir ist es halt auf jeden Fall ja nicht ganz mehr so der Fall und war eigentlich bisher in den letzten Jahren eigentlich auch immer sehr selten eigentlich, kann man so sagen, seitdem ich eigentlich so meine ersten Beziehungen angefangen habe, gab es eigentlich wenig Zeiträume, wo ich mal ohne Freundin oder so gewesen bin. Und so, und wie gesagt, das war auf jeden Fall zu tracken, das ist auf jeden Fall trotzdem noch nach wie vor gestiegen, auch wenn der Juni jetzt nicht ganz so stark war, aber da zählt ja alles mit rein. Die Aufrufe sind ja trotzdem noch auf einem guten Niveau und würde mich natürlich freuen, wenn sie natürlich nochmal ein bisschen steigen würden. Das ist natürlich auch selbstverständlich, ne? Aber dafür seid ihr ein Stück weit verantwortlich und was mich auf jeden Fall auch sehr gefreut hat, dass die positiven Bewertungen sogar sehr gut waren, auf einem sehr hohen Niveau. Und das hat mich wirklich sehr, sehr gewundert, dafür, dass die Aufrufe ein Stück weit eigentlich nach unten gesunken sind, waren die positiven Bewertungen eigentlich sogar ziemlich gleich geblieben. Ne? Und das ist auf jeden Fall schon mal so eine Sache. Man kann ja jetzt mittlerweile auch bei YouTube ein Stück weit filtern. Ich weiß jetzt nicht, es kommt natürlich auch immer drauf an. Ja, wie soll man sagen? Es kommt auch drauf an, dass man, oder wie... Ja, ob man ein Abonnent ist oder nicht. Und ich weiß natürlich auch, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es mittlerweile anders gemacht hat. Aber es kann natürlich zum Beispiel sein, dass man, Abonnenten oder nicht Abonnent oder sowas in die Richtung, ne? Darauf kommt es halt in erster Linie drauf an. Und es kann natürlich sein, dass ich auch hier Zuschauer bei dem Projekt habe, die mich bisher noch nicht abonniert haben. Und also sofern ihr mich nicht abonniert habt, dann könnt ihr mich gerne mal abonnieren. Das wäre natürlich ganz lieb und nett zur Unterstützung und so. Und, es ist auf jeden Fall, es ist auch so, dass, ja, der Großteil natürlich in erster Linie, ich habe hier ganz schöne Probleme gerade, hier sehe ich gerade, der Großteil ist auf jeden Fall so gegeben, dass, der Großteil der Views eigentlich, bei mir zumindest, von Nicht-Abonnenten eigentlich kommt, der Großteil der Views. Allerdings ist es auch bewiesen, dass die Abonnenten an sich, also die Leute, die dir sowieso schon folgen sozusagen, dass die prozentual betrachtet definitiv mehr Feedback geben, sprich jetzt Kommentare oder sei es Likes oder auch gegebenenfalls halt auch natürlich auch mehr anschauen, weil sie kennen dich ja auch schon, die Leute, und wissen, was einen halt sozusagen halt erwartet. Das ist auf jeden Fall auch noch der Fall. Und jetzt müssen wir hier den Boss hier endlich mal haben. Mana und Leben sind ziemlich am Boden, aber alles gut. So, hier schnell das Grillhähnchen noch. Zack. Okay, so. Oh je, mein Mana ist ganz schön am Boden. Aber den Dungeon haben wir auf jeden Fall geschafft. Hat auf jeden Fall länger gedauert wie die anderen Dungeons zuvor. Ja, aber da merkt man dann natürlich auch die Stufe des Dungeons, was dann natürlich hier auf jeden Fall auch mit reinspielt. Dann möchte ich auf jeden Fall auch nochmal, das wurde mir auf jeden Fall in die Kommentare mal mit reingeschrieben, da wurde mir das mal ein Stück weit erklärt, also Dankeschön an diejenigen, die immer meine Videos auf jeden Fall kommentieren, das ist sehr, sehr nett von euch und mir dementsprechend halt Feedback gegeben. Erkläre ich gleich auf jeden Fall mal, Moment, ich muss hier schnell noch die Quest ganz schnell annehmen, beziehungsweise hier abgeben oder ein bisschen trocken und wir gucken mal. Und zwar nämlich die Drachenherden. Der linke Slot, wo ich mal nämlich mich gefragt habe, ja, was ist das denn für ein linker Slot hier? Der linke Slot ist wohl dafür da, dass man ja Fähigkeiten verbessern kann. Und diese Drachenherden wären wohl insgesamt betrachtet relativ teuer und auch schwer zu bekommen. Ist immer relativ, ne? Aber wären wohl auf jeden Fall teuer. Und das wiederum bedeutet, dass sich das auf jeden Fall nur dann lohnen würde, wenn das wirklich das
finalste Equipment halt wäre. Dann wurde mir auf jeden Fall auch noch als Tipp gegeben, dass ich ja mein Equipment auch alle paar Level sozusagen ändern sollte. Alle 5 Level, also das, was ich eigentlich mir in der letzten Folge ein Stück weit angeschaut habe mit diesem Rondo-Zeugs. Ansonsten wüsste ich auch gar nicht, was kann man denn sonst noch für ein Equipment anziehen? Eigentlich gar nichts, ne? Du bekommst halt zwischen den Leveln, ne? Also ich spreche jetzt zwischen 50 und 60, also jetzt so 55 oder in dem Fall war das jetzt ja hier 66, glaube ich. Bekommt man ja eigentlich ja nur, hier machen wir das mal ganz schnell noch auf normal. Bekommt man ja eigentlich rein theoretisch nur, ja, dieses blaue Equipment, ne? Orange oder sowas in die Richtung gibt's ja gar nicht. Was ist das denn hier für ein Ding? Okay. Kann man gar nicht abbrechen. Läuft davon, nachdem er explodierende Pilze gebrochen hat. Okay. Gut, von mir aus. So, zack. Okay, dann machen wir hier nochmal hier durch. Ne, hier kommen wir gerade noch nicht durch, weil hier noch ein paar Monsterchen stehen. Okay. So, zack. Okay, so, nehmen wir hier mal das Kupfer wieder mit. Müsste eigentlich ja auch, vielleicht mit etwas Glück, ja auch noch in die tägliche Quest hier drauf sich beruhen oder beziehen. Oder waren wir hier schon mal drin? Ich weiß nicht, habe ich jetzt das Richtige genommen? Bin mir gar nicht so sicher. Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt hier einfach mal ein bisschen mich falsch bewegt habe. Muss hier irgendwie scheinbar irgendwas zerstören. Aha, du konntest nicht verhindern, dass das Ei der Korrumpierung zerstört wurde. Ja, irgendwie ist mein Schaden viel zu gering. Ha! Lol. Das ist natürlich nicht ganz so cool. So, okay, zack. Und dann hier nochmal einen Hieb und dann schlagen wir hier nochmal zu und dann... Ah, wir kriegen das halt nicht hin. Ja, ich bin gerade ganz schön in der Patsche, muss man sagen. Das ist nicht so cool. Ja, hier nehmen wir mal schnell hier das Ohua. Glück. Habe ich ja vor allem noch Glück gehabt, dass ich gerade noch den Buff angemacht habe, wegen dem Fleisch. Ja gut, das Ei wird halt zerstört halt und jetzt, was ist jetzt? Nix, scheinbar. Bin gerade noch ein bisschen verwirrt, aber okay. Also, im Spiel verwirrt. Ich bin auch ein bisschen verwirrt, glaube ich. Okay. Und wo geht's jetzt lang? Ja, wobei wir sind ja jetzt auf normal auf jeden Fall, ne? Das ist schon ganz schön heftig, dass ich das nicht bekomme vom Schaden. Okay. Wie gesagt, da wäre es vielleicht auch gar nicht so schlecht, aber es lohnt sich halt meiner Meinung nach nicht. Wir sind jetzt hier auf 68 und in 2 Leveln steht eigentlich auch schon wieder das neue Equipment halt ein Stück weit auch an. Und mir wurde auch empfohlen, dass ich mein altes Equipment halt auf jeden Fall auch verkaufen sollte im Handelsagenten über diese Siegel, dass ich die versiegeln sollte und die dann in den Handelsagenten reinstellen soll. Ich glaube wohl pro Equip-Teil würde man wohl 30 bis 50 Gold wohl bekommen oder sowas in die Richtung. Und da kann ich mein altes Equipment auf jeden Fall vielleicht nochmal ganz gut loswerden, vielleicht auch. Müssen wir mal schauen. Dann kann ich ja auf jeden Fall dann auch ein neues Equipment ja auch wieder neu investieren. Und ja, wäre somit auch gar keine schlechte Möglichkeit, da nochmal ein bisschen Geld zu bekommen. Ich weiß nicht, ich hatte auch nochmal was gesehen von wegen EP-Boost. Ne, da läuft die jetzt hier gerade nicht. Da gab es irgendwie was im Lounger, hatte ich da kurz was gelesen gehabt von wegen EP-Boost. Dass da so EP-Boost-Wochen aktuell sind oder so, keine Ahnung. Es könnte auch natürlich sein, dass es so eine Art Cash-Shop-Aktion ist. Im Sinne von, ja, kaufe dir diese und diese Items, das sah nämlich danach auch fast so aus. Ich glaube, hier waren wir wirklich noch nicht drin. Bringen mir alle Schätze. Aha. Hä? Und jetzt? Ah, hier ist noch einer. Und jetzt?
Und was ist jetzt? Gib mir mal ein bisschen Feedback hier. Kann das hier ja nicht öffnen hier. Wenn ich hier ein Skill drauf mache, das ist ja eher verbündet, ne? Kann ich nichts dran machen. Hier bringt es auch nichts. Oh, das ist ja richtig scheiße. Okay, hier den kann ich angreifen. Den kann ich nicht angreifen. Krieg nur Schaden, glaube ich. Nee, das bringt's halt irgendwie gar nicht. Hä? Was wollen wir denn hier machen? Warte mal, hier steht das doch, glaube ich, bestimmt. Das Ogre beschütze alle Truhenminen vor denen, bis der Ogre aufwacht. Ah, hier ist noch einer. Und jetzt? So wird ein Schuh draus. Okay. Bisschen verwirrend, aber ja, kriegen wir auf jeden Fall noch hin hier. So, da ist schon mal Blatt. Dann machen wir hier nochmal den und dann hier nochmal mit Wirbelwind. Gehört der Ogre jetzt zu mir als Verbündeten? Nee, ne? Doch, irgendwie schon, oder? Keine Ahnung. Achso, die kann ich jetzt looten hier. Ogre-Geschenk. Okay, gibt's hier ganz schön Loot hier, ne? Wow. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz schnell zum Ausgang, der nicht hier ist. Geil. Geil. Ich bin irgendwie echt eingesperrt. Ah ne, jetzt hier geht's auf. Okay. Ja, also hier waren wir definitiv noch nicht drin gewesen. Hier kommt Spawn erstmal noch was, ja. Das war mir klar. Okay, gut. So, ja, ich habe ja jetzt hier noch die ganzen Boosts teilweise ein bisschen aktiv. Mehr Rüstung, mehr Crit und so weiter hier. Wow, das war ein ganz schön cooler Skill hier. Schöne Skill-Animation. Zack. Okay. So, nehmen wir das. So, oh, hier wirklich gar. Oh, mein, die haben meine Ulti abgebrochen. LOL. BTF. Voll gemein. Auf jeden Fall. So, okay, das hat sich schon erledigt hier. Okay, wunderbar, dann können wir hier weiter. Wann kommt denn hier der Boss? Ey, das ist ja, ich mach das ja hier auf normal. Das ist ja eine ganz schön heftige Instanz hier. Jetzt, das muss aber der Boss sein. Das sieht aus wie Boss. Oh, okay, gut. 216.000 Crit oder sowas in die Richtung, könnte sein. Ich weiß es nicht, wobei vielleicht auch 2 Millionen oder sowas in die Richtung entscheiden. Ich weiß nicht, ich habe die Zahl jetzt nicht ganz genau gesehen, wie viele Nullen das waren. Ja, okay, langsamer One auf jeden Fall, aber trotzdem noch A-One. Ja, Level Up wird's leider nicht ganz. Da fehlt leider ein bisschen was. Okay, so, wir gehen auf jeden Fall erstmal schnell nochmal zum Eingang auf jeden Fall gleich. Lalalala. Und ja, reparieren mal alles und ja, gehen mal zum Eingang. Okay, und ich würde sagen, hier beenden wir dann die Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.